Hey Leute, Torpe hier und willkommen zu einer neuen Ausgabe von 3 Tipps für dein Gameplay. Und heute möchte ich mich mal mit Waffen aufsetzen beschäftigen. Ihr seht schon, ich habe den Laser ausgerüstet. Das ist eine Sache, mit der ich mich beschäftigen will. Dann kommen wir noch zum Schalldämpfer. Und zu guter Letzt möchte ich euch eine Methode zeigen, wie ich mir allgemein aussuche, welchen Aufsatz ich auf welche Waffe packe. Da gibt es eine kleine Methode, die werde ich euch am Ende des Videos zeigen. Jetzt fangen wir erstmal mit dem Laser an und bevor wir überhaupt herausfinden können, ob der Laser gut ist, ob er schlecht ist, beziehungsweise warum er denn so selten genutzt wird, müssen wir uns erstmal vor Augen führen, wie der Laser überhaupt funktioniert. Und da seht ihr schon, man sieht da hinten nur diesen roten Punkt und keinen Strahl, der vom Laser weggeht. Und das ist nicht, weil wir das aus unserer Perspektive gucken. Nein, es gibt keinen Laserstrahl. Der Laser ist nicht wirklich ein Laser. Es ist mehr ein Laserpointer, wie er jetzt ist. Ganz am Anfang, als das Spiel rausgekommen ist, war da wirklich noch ein Strahl, der quer durch Räume ging. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, das hat den Laser mehr als nur sinnlos gemacht, weil das hat einfach nur die Position verraten und war überhaupt nicht sinnvoll. Und deswegen hat Ubisoft das auch geändert. Und man hat jetzt nur noch diesen Punkt an der Wand, der einen Unterschied macht, ob man einen Laser benutzt oder nicht. Eine andere Sache, die ich vorneweg schieben will, die vielleicht auch nicht jeder weiß, ist, der Laser ist keine optische Zielhilfe. Das heißt, ihr könnt nicht aus der Hüfte da hin aimen und dann erwarten, dass die Kugel genau auf diesem roten Punkt landet. Der Laser macht etwas anderes. Ich zeige euch das jetzt auch mal. Ich werde jetzt versuchen, mal eine Kugel zu schießen und ihr werdet sehen, die Kugel wird nicht auf dem roten Punkt genau landen. Okay, das war schon sehr nah, aber ich zeige es euch nochmal. Da seht ihr, sie landet leicht drunter unter dem roten Punkt. Und wie gesagt, der Laser ist nicht dafür da, dass ihr genau dahin schießt, wo dieser rote Punkt angezeigt wird. Jetzt aber die Frage, wenn es keine optische Zielhilfe ist, was macht der Laser dann? Und das möchte ich euch an einem Fenster zeigen. Und dafür habe ich das Ganze auch schon mal ohne Laser aufgenommen. Und dann sieht man vielleicht ein bisschen den Unterschied. Und zwar werde ich jetzt mal nur Tap feiern auf das Fenster. Ein ganzes Magazin und ihr werdet jetzt einmal links halt das mit Laser sehen und rechts das Ganze mal ohne Laser. Und dann werden wir mal sehen, was der Unterschied ist. Und da seht ihr jetzt ziemlich deutlich, was der Laser denn genau macht. Denn ich habe ungefähr gleich geschossen und ihr seht, die Streuung der Kugeln mit Laser ausgerüstet ist doch um einiges geringer und um einiges näher in der Mitte, als wie wenn ihr ohne Laser schießt. Da habt ihr viel weniger Ausreißer und es ist viel gebündelter. Und das ist halt das, was der Laser macht. Er reduziert prozentual, einen genauen Prozentwert kann ich euch leider nicht nennen, der ist mir auch nicht bekannt, aber er reduziert prozentual die Streuung eurer Schüsse aus der Hüfte. Das und genau das ist das, was der Laser macht. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist es denn wirklich sinnvoll, diesen Laser auszurüsten? Weil, sind wir ganz ehrlich, sehr viel aus der Hüfte schießen wir nicht. Aber wenn ihr richtig schnell schießt, beziehungsweise schnell um Ecken kommt und sagen wir, hier wäre jetzt ein Gegner, werdet ihr immer, wenn ihr schnell seid, nicht so um die Ecke kommen, sondern ihr werdet versuchen, aus der Hüfte, um genau zu sehen, wo der Gegner denn ist, werdet ihr so um die Ecke kommen und dann erst ins Ziel gehen. Und diese ersten Schüsse, wenn ihr schnell prefiret, die kommen meistens aus der Hüfte und da hilft der Laser eigentlich genau weiter. Hier ist jetzt natürlich eine Situation, wenn ich jetzt hier so abaime, gibt der Laser natürlich unsere Position hier sehr gut wieder. Da hinten seht ihr ihn auf der Wand, wenn da jetzt ein Gegner um die Ecke kommt, der wird den roten Punkt sehen und wird euch hier vermuten. Das ist aber eine der seltensten Situationen, wo der Laser einen wirklich verrät. Weil, wenn man eigentlich clever ist, aimt man jetzt hier hin. Und wenn dann da hinten ein Gegner ist, passt man sein Aim halt dementsprechend nur Millimeter an. Weil hier aimen wir halt immer noch auf den Türrahmen. Und dann, wenn wir wissen, da könnte ein Gegner kommen, switchen wir ganz leicht nur rüber und können ihn dann hier easy einen Headshot verpassen. Man sieht den Laser natürlich nicht, wenn man im Ziel ist. Deswegen muss man immer darauf achten, dass wenn man Laser ausgerüstet hat, dass man nicht wie ich hier am Anfang so hin aimt, weil dann ist dieser rote Punkt da auf der Wand und das ist schon verräterisch. Aber um nochmal ein anderes Beispiel zu zeigen, wenn ihr zum Beispiel draußen wisst, dass hier ein Gegner ist und wir sagen jetzt einfach mal,
Der Objective Raum wäre im Keller, würdet ihr halt hier den Winkel nach dort draußen halten. Und ich bin ganz ehrlich, kein Mensch wird da hinten auf den Baum gucken, um zu gucken, wo der rote Punkt ist. Und ne, dann wissen, okay, ja, der könnte da in der, im Türrahmen stehen. Also jeder vernünftige Spieler wird eher von hier draußen halt hier reingucken und sich nicht nach da umdrehen, um dort hinten den roten Punkt zu finden. Weil, wie gesagt, es werden halt auch wenig Laser genutzt. Das wäre es erstmal zum Laser. Ich hoffe, es ist ein bisschen klarer geworden, wie der Laser funktioniert und was er denn wirklich ist und was er macht. Und dass er eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, vor allen Dingen, da er wenig Nachteile hat. Wie gesagt, die Situation, die ich euch hier eben gezeigt habe, da muss man dann halt ein bisschen auf seine Platzierung des Ziels achten. Aber ansonsten ist der Laser eigentlich eine feine Sache. Und wenn man sich den Unterschied nochmal eben vor Augen führt, was das denn für einen Unterschied macht, zeigt es doch, dass der Laser doch durchaus sinnvoll sein kann. Jetzt machen wir weiter mit dem Schalldämpfer und ich denke, da weiß auch nicht jeder hundertprozentig, wie das genau funktioniert. Eine Sache, die der Schalldämpfer macht, die natürlich jeder von uns weiß, ist, er verringert die Schussgeräusche. Man hört sie fast gar nicht mehr, wenn man von einer Waffe mit Schalldämpfer beschossen wird. Und da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das ist bei jedem First-Person-Shooter so, wo es Schalldämpfer gibt. Aber eine andere Sache, die der Schalldämpfer in Rainbow Six macht, seht ihr im Video. Und zwar werde ich erst von der R4 von Ashe beschossen, wo kein Schalldämpfer drauf ist. Und danach werde ich von ihr mit der Pistole beschossen. Sie hittet mich allerdings nicht und da ist ein Unterschied und das ist was der Schalldämpfer in Rainbow Six Siege macht. Er lässt diese weißen Marker, die erscheinen, wenn man beschossen wird, verschwinden. Also die erscheinen beim Gegner nicht, wenn man ihn mit Schalldämpfer beschießt. Und das ist wiederum eine sehr gute Sache. Stellt euch jetzt mal vor, ihr geht nur für Headshots und dann trefft ihr 1, 2 oder so nicht. Solange ihr den Gegner nicht irgendwo anders trefft und nur am Kopf vorbeischießt, wird der Gegner nie merken, dass sie ihn beschießt. Denn ihr werdet nie gehört durch den Schalldämpfer. Und außerdem gibt es keinen visuellen Effekt, den er hat, sodass er weiß, dass er beschossen wird. Nur wenn ihr ihn hittet, wird er das mitkriegen. Warum wird der Schalldämpfer trotzdem nicht benutzt? Naja, in Ranked ist es im Moment echt ziemlich sinnlos, den zu benutzen. Denn es gibt natürlich die Killcam und dann findet man sofort heraus, von wo man beschossen worden ist. Das heißt, nach einem Kill ist dieses Feature sinnlos. Und ganz am Anfang, in der ersten Season, bis Mai, glaube ich, ungefähr war es, da gab es keine Killcam in Ranked. Und da hatte der Schalldämpfer aber noch nicht diesen Effekt. Da hat er einfach nur die Geräusche verringert. Und er hatte nicht diesen Effekt, dass diese Marker ausgeblendet werden. Ich denke, wenn die Killcam in Ranked wieder verschwindet, also wenn Ranked aus diesem Beta-Status verschwindet, könnte für Roma der Schalldämpfer eventuell eine Alternative sein. Natürlich gibt man dann ein anderes Attachment auf, das den Rückstoß verringert. Und das ist dann immer so eine Sache. Das müsste ich selber auch erstmal austesten, inwiefern das dann beeinflussen wird. Gegen volle Teams zum Beispiel wird es, glaube ich, kaum einen Unterschied machen, weil die werden einfach gut callen und die werden wissen, von wo die Schüsse kamen. Aber wenn man gegen Random Teams spielt, kann das echt hilfreich sein, weil diese dann unter Umständen keine Ahnung haben, von wo sie beschossen werden. Das wäre es zum Schalldämpfer, um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Der Laser ist echt mal ein Versuch wert, probiert es mal aus. Ihr habt es gerade gesehen, ich habe es euch gezeigt, was er macht. Das Einzige, wo ihr halt aufpassen müsst, er macht zum Beispiel keinen Sinn mit so Operatoren wie Rook, sage ich jetzt mal, wo ihr viel Winkel haltet, kurze, knappe Winkel haltet, wie ihr eben gesehen habt, so hier auf Chalet. Und der Schalldämpfer macht einfach keinen Sinn momentan. Mit der Killcam in Ranked wird sein Feature mehr oder weniger egalisiert. Und jetzt möchte ich aber zu den anderen Waffen-Attachments kommen. Da sind vor allen Dingen der Mündungsfeuerdämpfer, der Kompensator und die Mündungsbremse mit gemeint. Und die Frage ist immer wieder, welches Attachment nutze ich auf welcher Waffe? Einer von drin, kriegt diese Frage auch schon mal in den Kommentaren an mich persönlich gestellt. Ich beantworte die gerne. Allerdings heißt es nicht, weil für mich dieses Attachment so funktioniert, dass es für euch auch gut funktioniert oder für euch auch das Beste ist. Kommt immer ein bisschen auf die Spielweise an. Ich möchte euch jetzt aber mal eine Methode an die Hand geben, wie ihr das für euch bestimmen könnt. Und zwar macht ihr einen Terrorist Hunt und ihr versucht so schnell wie möglich durch diesen Terrorist Hunt durchzukommen und ihr geht halt nur für Headshots und schnell und präzise. Das ist das, wo drauf ankommt.
Das macht ihr mit allen dreien von diesen Attachments. Und wo ihr euch am komfortabelsten mitgefühlt habt, das nutzt ihr einfach. So einfach kann man das für sich bestimmen, was, oder beziehungsweise so einfach bestimme ich das für mich, was ich nutze. Was ihr jetzt gleich seht, ist ein Terrorist Hunt mit Ash. Ich habe mich mit Ash, mit dem Kompensator, irgendwie nicht mehr wohl gefühlt. Hab's mal ein bisschen geändert und dann ist mir aufgefallen, die Mündungsbremse habe ich noch gar nicht so wirklich probiert bei Ash auf der R4. Ich habe so einen Terrorist Hunt gemacht. Ihr seht jetzt gleich, warum ich jetzt auf jeden Fall Mündungsbremse bei Ash spiele auf der R4. Probiert das Ganze mal aus. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Im Terrorist Hunt gleich wird Musik im Hintergrund sein. Das ist, weil ich beim Terrorist Hunt immer Musik höre. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Vor allen Dingen, was den Laser angeht, aber auch den Schalldämpfer. Und ich hoffe, die Methode nützt euch jetzt auch was, um das für euch in Zukunft zu definieren, was ihr denn auf welcher Waffe spielen wollt. Wenn das dein erstes Video ist hier bei mir auf dem Kanal, herzlich willkommen. Abonnier den Kanal für mehr solcher Guides, Tipps, Tricks, Videos oder auch einfach nur Montages oder alles rund um Rainbow Six. Ich bin raus, haut da rein, euer Topper. Holy fuck.